Hallo liebe Freunde bei der dritten letzten Teil unserer Baumstämmtransport von San Peter Mole nach Chur runter. Ja, dauerte nicht mehr sehr lange. Wir haben noch 7 Kilometer vor uns, circa. Hochgehen. Ja, da hinten kommen wir schon. Sieht irgendwie auch noch cool aus, so mit den Bäumen, die vorbeifahrt. Wie so im Wald drinnen. Schauen, wo wir überhaupt müssen. Ich habe auch keine
schauen wir jetzt kurz. Hey, wir müssen nicht unter die ganze. Dort, wo wir gestartet sind, müssen wir auch wieder hin. Wissen wir das auch schon mal. Dass dann dort 20 angesagt ist. Ja, ich klinke mich kurz an diese Stelle aus, weil ich muss mal was trinken. Ja, bis hierhin sind wir da jetzt nicht schlecht unterwegs. Wie es aussieht, wir sind auch vollkommen im Fahrplan drin. Ich hoffe, dass alles bleibt so.
weiss, wir sind langsam vor unserer Endhaltestelle dann. Da kommen wir ganz langsam daher. Mit unserem Allegra-Zug. Ja, und jetzt müssen wir dann auf die 20 zurück. Hier noch anhalten müssen in Personen. Strecke 1 ist in Sicht, wo wir halten müssen. Ich glaube, da sind wir eigentlich das Szenario durch. Ja, 6.07, 6.06 sind wir dort. Perfekt. Passt eigentlich soweit. Ja, dann haben wir eigentlich das Szenario eigentlich zur Sicherheit mal erfüllt.
würde ich mal sagen, willkommen in Chur beim Bahnhof. Chur Bahnhof, SBB. Der Einfahrt beim Bahnhof vorbei. Ja, links ist der Bahnhof, der SBB. Gut, haben wir dieses Szenario eigentlich soweit geschafft. Ja, wir sind relativ pünktlich angekommen. Gut gemacht, Zugführer, das war eine erfolgreiche Reise. Ja, würde ich auch mal meinen. Was sagt unser Punktestand? Ja, immerhin ein großer Stern. Jo. Gut. Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle würde ich mal mich verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Szenario alles Gute und bis denne. Tschüss!